Ein Rückenkratzer mit einem düsteren und gefährlichen Geheimnis, das auch tödlich sein kann. Eine neue Geschichte von Gruselix, die einen echt aufkratzt. Viel Spaß. Es war auf einem verregneten Flohmarkt, wo ein mysteriöser Rückenkratzer zum Verkauf angeboten wurde. Es war einer dieser Kratzer, der aus einem langen Holzstiel bestand, an dem am oberen Ende eine kleine Porzellanhand und am unteren Ende ein Schuhlöffel angebracht war. Eine junge Frau namens Emilia entdeckte ihn und kaufte ihn für 2 Dollar, ohne zu ahnen, welches düstere Geheimnis ihn umgab. Sie ging weiter von Stand zu Stand und kaufte sich noch ein paar Sachen wie Bücher von Stephen King und Dean Koontz oder auch ein paar Schallplatten von Led Zeppelin. Als sie langsam Hunger bekam, machte sie sich wieder auf den Heimweg. Es war ein regnerischer, aber schöner Sonntag in Strawberry. Sie war schön warm angezogen und hatte einen dieser großen Regenschirme dabei. Das Trommeln der Regentropfen auf der Oberfläche des Schirms beruhigte sie immer und sie fühlte sich wohl. Als Emilia den Rückenkratzer das erste Mal benutzte, spürte sie ein leichtes Jucken, das sich schnell zu einem quälenden Brennen entwickelte. »Was ist nur los?«, fragte sie besorgt, während sie sich immer heftiger kratzte. Doch sie konnte nicht aufhören. Ein unheimliches Lachen schien in ihrem Kopf zu hallen, als sie sich vor Schmerz krümmte. Plötzlich hörte sie eine leise, aber bedrohliche Stimme. »Du gehörst jetzt mir, Emilia. Kratze dich zu Tode und werde mein nächstes Opfer.« Emilia schrie vor Angst, aber ihre Hände bewegten sich wie von selbst, immer schneller und verzweifelter. Der ältere Mann von gegenüber, namens Mr. Johnson, der den Vorfall beobachtet hatte, eilte zu Emilia, die auf ihrer Veranda stand, und riss ihr den verfluchten Rückenkratzer aus der Hand. »Hör auf, Emilia! Was machst du denn, Mädchen?« rief er verzweifelt. Doch Emilia war bereits zu weit gegangen. Mit einem letzten schmerzerfüllten Aufschrei brach sie zusammen, ihre Haut blutig und zerfetzt. Sie war bewusstlos. Mr. Johnson starrte entsetzt auf den Rückenkratzer und flüsterte: »Was ist da gerade passiert?« Der Rückenkratzer schien ihn anzugrinsen, als ob er bereits sein nächstes Opfer im Visier hätte. Der alte Mann starrte ihn nur an. Dann rief er den Notarzt, packte sich den Rückenkratzer, nahm ihn mit nach Hause, während Emilia ins Krankenhaus gebracht und ihre Wunden versorgt wurden. Nach langer Überlegung warf Val Johnson den Rückenkratzer in die Mülltonne vor seinem Haus, weil er ahnte, dass etwas mit ihm nicht stimmte, der nicht noch mehr Schaden anrichten könnte. »Du verfluchtes Mistding«, sagte Val noch und machte den Deckel der Tonne zu. Am nächsten Morgen wurden die Mülltonnen geleert. Einer der Müllmänner entdeckte den Kratzer und dachte sich, er könnte ihn auf dem Flohmarkt verkaufen, wenn er am Sonntag wieder seinen Stand auf dem Flohmarkt machte. Es sollte nicht mehr dazu kommen. Peter Straut, der Müllmann, wurde tot und mit zerfetztem Rücken in seiner Wohnung gefunden. Es war ein kalter Herbsttag, als der Rückenkratzer nach Jahren auf einem abgelegenen Flohmarkt auftauchte. Er lag dort zwischen alten Büchern und verstaubten Vasen. Sein Griff glänzte im Sonnenlicht, als würde er auf potenzielle Opfer warten. Eine ältere Dame namens Mrs. Jenkins entdeckte ihn und war sofort fasziniert von seinem antiken Design. Ohne zu zögern, kaufte sie den Rückenkratzer für 10 Dollar und nahm ihn mit nach Hause. Am Abend, als Mrs. Jenkins den Rückenkratzer das erste Mal benutzte, spürte sie ein leichtes Jucken auf ihrer Haut. Doch dieses Jucken wurde schnell zu einem quälenden Brennen, das sie einfach nicht ignorieren konnte. Sie kratzte und kratzte, aber das unerklärliche Verlangen ließ nicht nach. Stunden vergingen, doch Mrs. Jenkins konnte nicht aufhören. Ihre Haut war mittlerweile blutig und wund, aber sie konnte einfach nicht aufhören zu kratzen. Sie stöhnte vor Schmerzen, bis sie schließlich tot zusammenbrach. In den nächsten Wochen verbreitete sich die Nachricht von mysteriösen Todesfällen, bei denen Menschen sich zu Tode gekratzt hatten. Die Ermittler standen vor einem Rätsel,